Wir starten in Sulden, sind auf dem Weg durchs Rosental. Uns hat weniger Schnee als gedacht und ist eine Plackerei. Der Annika langt es dann irgendwann und schickt mir allein weiter. Inzwischen bin ich schon ein gutes Stück weiter und genieße den Blick auf die Königsspitze Nordwand, bevor es jetzt gleich dort weitergeht. Mit der kurzen Steilstufe ist man dann auf dem Rosinferner unterwegs, den man aber recht schnell nach links schon wieder verlassen. Immer wieder ein toller Blick zu Königsspitz, Zebro und Ortler. Und wieder eine kurze Steilstufe. Kurz drauf bin ich dann schon mitten im Gipfelhang. Da wird es auch nochmal ein bisschen steiler. Jetzt war ich schneller als gedacht, für den Firn fast nur ein bisschen früher. Aber wenn man die richtigen Flecken erwischt, dann passt schon ganz gut. Und Freundinnen mag man ja auch nicht ewig warten lassen. Die Steilstufe hat noch nicht so viel Sonne erwischt und der Lawinenkegel macht es nicht besser. Da quer ich lieber raus, so wie die Aufstiegsspur. Da bin ich auch nicht der Erste, der das so macht und es liegt gerade noch so viel Schnee, dass man da ganz gut durchrutscht. Da sparen wir sich dann auch noch den lästigen Gegenanstieg. Am rechten Rand der Rinne, da hat es sich schon genau richtig aufgeführt, da kann man es jetzt gut lang verlassen. Jetzt wieder ein bisschen mühsam, aber auf der nordseitigen Talseite liegt noch deutlich mehr Schnee und ich komme weiter als gedacht. Irgendwann hast du dann aber doch wieder Ski an Rucksack und natürlich ein Stell finden, wo man wieder möglichst gut über den Fluss tragt. Die findet sie dann zum Glück nur ein kurzes Stück weiter. Und bis zum Parkplatz ist eine Weile.